Moin Moin, an einem VW T5, ein 2,5 TDI, Motorkennbuchstabe für alle, die es brauchen, BNZ. Da will ich euch zeigen, wie ihr den Turbolader ausbauen könnt, und zwar, wenn der aus irgendeinem Grund raus muss, wenn ihr einen Defekt habt, dass ihr keine Leistung etc. mehr habt. Also das ist ein Video, wie ihr schnell und einfach den Turbolader ausbauen könnt. Ich beginne einfach mal. Ja, zu Beginn habe ich hier einige Bilder, wie der neue Turbolader bei diesem Motor auszusehen hat. Und zwar sieht man hier auf den Bildern ganz genau, wo was verschraubt worden ist. Auf dem ersten Bild, links oben im Bild, sehen wir die Position, wo der Turbolader an den Abgaskrümmer geschraubt wird mit drei Schrauben. Links unten im Bild sehen wir, wo der DPF angeschraubt wird. Da sitzt die Turboladerschelle zwischen Turbolader und Dieselpartikelfilter, die Verbindung. Und rechts im Bild, wo der Ladeluftschlauch angestöpselt wird. Auf dem zweiten Bild sehen wir die Dichtung, die alle mit neu müssen. Die verlinke ich auch alle. Die linke Dichtung, die sitzt zwischen Turbolader und dem Zylinderkopf. Hier wird auch über die Bohrung der Turbolader mit dem Öl geschmiert. Das heißt, hier ist die Zu- und die Ablaufleitung. Und dementsprechend sollte diese Dichtung unbedingt ersetzt werden. Die mittlere Dichtung sitzt zwischen dem Turbolader und dem Abgaskrümmer nach oben hin, wo die drei Schrauben zwischen sitzen. Und die rechte Dichtung, die sitzt zwischen dem Turbolader und dem DPF-Filter, da wo die Turboladerschelle verbaut ist. Dann oben im Bild sehen wir noch die Anlegefläche, da wo der Ölzulauf und Ablauf ist, da wo die Dichtung oben drauf kommt. Diese Fläche, die liegt an dem Zylinderkopf an und ist mit zwei Muttern fixiert, die rechts und links verbaut sind, und oben drüber befindet sich eine Schraube, ja, oberhalb vom Turbolader. Hier im letzten Bild sehen wir nochmal die Anlegefläche, die an den Zylinderkopf kommt, wo die Dichtung zwischenkommt, und hier sehen wir auch den Ölzu- und Ablauf und zwei Bohrungen, die auf die Gewindebolzen kommen, die ich gleich noch zeigen werde, und eine Bohrung, wo die Schraube fixiert wird. In diesem Bild rechts sitzt die Schraube und links im Bild oben und unten, da kommen die Gewindebolzen drauf, beziehungsweise das wird mit den zwei Muttern festgezogen. Die ganzen Dichtungen sind einzeln erhältlich oder auch in einem Set. Ich verlinke euch beides und ihr habt die Qual der Wahl. Hier zeige ich euch einmal noch das Dichtungsset, wo alle Dichtungen in einem enthalten sind. Das ist eigentlich ein Set für den Turbolader und den Abgaskrümmer, aber hier die wichtigsten Dichtungen sind alle mit drinne. Und die ganzen Gewindestifte, die brauchen wir in diesem Fall dann nicht. Die könnte man entsorgen, aber dementsprechend, die ganzen Dichtungen sind alle mit enthalten, also kann jeder selber entscheiden, was er davon bestellt. So, ich erkläre euch das Ganze hier unterhalb, was alles los muss. Hier das Abgasrohr, wo der DPF dran ist. Das muss einmal komplett entnommen werden. Ich zeige euch gleich, welche Verschraubungen alle los müssen. Hier links muss das Ganze auch demontiert werden. Zeige ich euch gleich auch, was genau raus muss. Dann rechts rum, da geht es an den Turbolader. Da muss die Drehmomentstütze für raus, zeige ich euch aber auch im ausgebauten Zustand, welche Schrauben alle genau raus müssen. Dann da weiter hinten haben wir die Turboladerschelle, die muss auch gelöst werden, dass wir unseren DPF überhaupt vom Turbolader runterkriegen. Genau, das müsste alles einmal gelöst werden, aber gleich dazu mehr. So, den DPF habe ich wie folgt ausgebaut, einmal hier. Zwei Muttern von der Schelle gelöst und dementsprechend konnte die Schelle nach hinten hingezogen werden und von dem Abgasrohr runtergenommen werden. Wenn diese Schelle bei euch nicht vorhanden sein sollte, spätestens hier hinten diese Schelle, die müsste bei euch da sein, hier dann die zwei Muttern lösen und dann kriegt ihr das Ganze hier, ja, entnommen. So, hier saß das Ganze jetzt an der Schelle verbunden. Ich habe das Ganze schon ausgebaut und zeige es euch im ausgebauten Zustand. Dann hatte ich hier unterhalb diese zwei Schrauben. Die habe ich entnommen, am DPF, dann hier die zwei Schrauben und ja, dann musste hier der eine Temperatursensor raus, weil der wird sonst mitgezogen und ja, der sollte hier entnommen werden. Dann habe ich zwar diese Leitung hier bei mir gelöst, kann aber eigentlich festbleiben, und zwar habe ich Folgendes gemacht. Hier war auch noch eine kleine Halteschraube, die kann auch eigentlich drinnen bleiben, da das Ganze hier in Position bleibt. Ich bin wie folgt vorgegangen und habe hier von der Leitung nach unten führend zwei Unterdruckschläuche abgenommen. Eine Schlauchschelle jeweils und dann das Ganze nach hinten hin wegziehen. Das, ja, passiert von oben, da kommt hier nur von oben bei. Und dann konnte das Ganze hier so
komplett drinnen bleiben, denn hier an diesen Sensor bin ich ja so gut wie gar nicht dran gekommen und den habe ich nicht losgekriegt. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach die Schläuche hier loszunehmen. Ihr könnt natürlich auch die Schläuche dran lassen und die Leitung hier. Dann, ne, hier sitzt die Lose. Und hier hinten lösen. Dann könnt ihr die Leitung natürlich auch drinnen lassen, aber die stört euch nachher sowieso. Deswegen empfehle ich, das Ganze hier und hier drin zu lassen und einfach nur die zwei Schläuche zu entnehmen. Dann habe ich einmal hier meine Temperatursensoren und NOx-Sensoren und hast du nicht gesehen. Die habe ich einfach nur abgesteckt. Ich zeige euch noch, wo das Ganze abgesteckt ist. Genauso auch dieser Temperatursensor, dass ihr das Ganze ja im ausgebauten Zustand dann bequem lösen könnt, etc. Als nächstes sehen wir, dass hier natürlich der Turbolader saß. Und zwar ist hier die Turboladerschelle zu lösen. Und dann war es das auch schon. Ich zeige euch die einmal. So sitzt das gute Stück von oben mit einem 5er Imbus. Das Ganze lösen und nach hinten hin, nach unten hin öffnen. So kriegt ihr dann schon den DPF raus. Ich zeige euch noch, wo die Stecker gesteckt haben. Und dass ihr so einmal ein Bild habt vom ausgebauten DPF. So, hier oberhalb habt ihr die Stecker. Der eine war hier angestöpselt. Und dementsprechend habe ich hier zwei von den Temperatursensoren angestöpselt gehabt. Die einfach nur entnehmen. Und dann könnt ihr den DPF nach unten hin ja, entnehmen. Genau, von hier kommt ihr ganz gut an die Turboladerschelle dann. Der ist jetzt in meinem Fall raus, wie ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem 5er Imbus. Von oben lösen, aber nach unten hin dann alles entnehmen. So, ich habe jetzt schon vorgearbeitet. Ich zeige euch das Ganze nochmal, ja, was ihr zu lösen habt, dass ihr ein Verständnis dafür bekommt. Und zwar bin ich vorgegangen und habe hier mein Kugelgehäuse und Lüftungsröhrchen entnommen. Dazu die Nasen reindrücken, dann kann das Ganze so nach oben hin entzogen werden. Also die Nasen eindrücken, nach hinten hin entnehmen. Dann habe ich hier meinen Ladeluftschlauch entfernt, mit dem Schraubendreher unter die Klammer gehen, das Ganze nach hinten hinwegziehen. Genauso haben wir hier unterhalb am Turbolader das Ganze eingesteckt. Habe ich auch soweit gelöst, da war auch die Klammer. Einmal hochziehen und dann kann das ganze Ladeluftschläuchlein nach hinten hin entnommen werden. So, dass wir mehr Platz und mehr Freiheit haben, habe ich hier meinen Ansaugstutzen, meinen Ansaugschlauch vom Luftfilter entfernt. Einmal die Schelle hier lösen, unterhalb ist genauso die Schelle. Die einmal lösen, da kommt man etwas ja, quälend von hier seitlich so ran. Und dann saß hier nur der eine Stecker, den einmal drauf drücken, Nase nach hinten entriegeln und dann kann das Ganze nach oben hin entnommen werden. Hier unten zeige ich euch nochmal die Schelle am Turbolader. Das muss da unten entnommen werden und dann hat hier nur ein Unterdruckschlauch, der an den Turbolader geht, gesessen, den einmal ausklipsen. So kann das Ganze hier auch entnommen werden. So haben wir hier schon wesentlich mehr Freiheit. So, dann einmal das Ganze von unterhalb. Hier habe ich den einen Temperatursensor am DPF ausgebaut. Auch den hätte ich theoretisch drin lassen können und das Ganze oben abklemmen können. Ja, da war ich ein bisschen zu rasch und habe den halt ausgebaut gehabt. Hier sitzt das Ganze dann verbaut. Hier sitzt noch eine Drehmomentstütze drauf. Die muss für den DPF aber nicht runter oder raus. Also das kriegt man auch so gelöst. So sitzt das Ganze hier verbaut. Also der DPF ist wirklich nur an der Turboladerschelle befestigt und an den Schrauben, die ich am DPF euch vorhin gezeigt habe. Ganz kurz zur Wiederholung. Hier ist er nur einmal angeschlossen, die zwei Schläuche und dann nur die Verschraubung hier, hier und einmal hinten am Abgasrohr. So, als nächstes, wenn wir den Turbolader rausbekommen wollen, brauchen wir etwas mehr Platz und hier sitzt die Drehmomentstütze drauf. Um die auszubauen, ja, zeige ich euch das im ausgebauten Zustand, welche Schrauben ihr alle lösen müsst, dass ihr überhaupt den Turbolader herausbekommt, dass ihr überhaupt an die Verschraubung vom Turbolader rankommt. Und zwar ist hier die Drehmomentstütze. Einmal haben wir von oben die eine Schraube, die auf den Motorhalter geschraubt wird. Dann habe ich mich entschieden, die hier zu lösen. Das ist eine 12er. Vielzahl meine ich oder M10er. Man könnte auch die hier lösen, aber dann hat man dieses Röhrchen da im Weg sitzen, deswegen habe ich das mitgelöst. Dann haben wir einmal hier eine 16er Schraube, die muss heraus. Oberhalb, links und rechts jeweils zwei 16er Schrauben und
hier unterhalb auch nochmal eine 16er Schraube. Die müssen alle raus. Und dann habe ich hier seitlich von der Antriebswelle zwei M10er Schrauben, die auch einmal raus müssen. Erst dann, wenn oben die zwei, unten die zwei, seitlich die zwei, eine hier hinten und die hier am Rand, wenn die gelöst sind, erst dann kann die Drehmomentstütze ausgebaut werden, dass wir an den Turbolader gelangen. Um den Turbolader ausbauen zu können, müssen wir einmal die Turboladerschelle lösen, die drei Schrauben, die zum Krümmer hingucken und die zwei Muttern, die unterhalb befestigt sind. Hier das Ganze jetzt im ausgebauten Zustand. Einmal die Turboladerschelle vom Turbolader zum Dieselpartikelfilter, die muss gelöst werden mit einem 5er Imbus. Da kriegt man das Ganze runter. Links im Bild die drei Schrauben, die an dem Krümmer befestigt sind. Und rechts im Bild sieht man die eine Bohrung, wo die Mutter befestigt ist und die andere Bohrung ist genau gegenüber sitzend. Ich zeige euch noch die Gewindebolzen, wo das Ganze ja drauf gesessen hat und die müssen dementsprechend gelöst werden. Dann kann der ganze Turbolader nach hinten von den Gewindestiften runtergezogen werden. So. Genau, ein ganz wichtiger Punkt, den ich beinahe vergessen hätte zu erwähnen. Das Ganze ist in meinem Fall schon geölt. Ihr seht, das Ganze fließt hier schon dementsprechend raus. Trotzdem, ich weiß nicht, wie gut das geölt worden ist. Einmal das Ganze im ausgebauten Zustand schon ölen. Das ganz normale Motoröl, das verwendet wird, hier in die Vorlaufleitung reinspritzen. Und dementsprechend läuft ja, mein Turbolader dann beim ersten Starten nicht irgendwie trocken. Das Ganze läuft über. Somit sind wir auf der sicheren Seite und können das Ganze jetzt dann einbauen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, bevor man das Fahrzeug startet. Falls ihr es vergessen haben solltet, den Turbolader mit Öl zu beschmieren, zu benetzen. Ihr könnt auch hier von dem Common Rail, von dem Rail einmal den Sensor hier einfach den Stecker einmal runternehmen. Dementsprechend wird das Fahrzeug jetzt nicht starten, sondern nur orgeln. Und durch dieses Orgeln bewirkt ihr Folgendes, dass der Turbolader mit Öl geschmiert wird, der Motor aber dementsprechend noch nicht gestartet hat und die Turbinen sich dementsprechend auch noch nicht gedreht haben. Das mache ich jetzt sicherheitshalber. Dementsprechend muss danach der Fehlerspeicher gelöscht werden, aber das ist ja kein Problem. Und ja, dann starten wir mal. So, das sollte reichen. Das heißt, Stecker zurück. Wir haben zwei Stecker. Ich war mir jetzt nicht sicher, welcher das ist, ob das nur der war. Ansonsten hier am Ende ist noch einer. Ihr könnt auch beide sicherheitshalber runterziehen. Jetzt ist der Turbolader auf jeden Fall geschmiert worden und jetzt kann das Fahrzeug starten. Ja, den Einbau habe ich nicht mehr gefilmt. Ich zeige euch das Ganze, wie es jetzt verbaut ist. Von oben einmal gesehen, nachdem der Abgaskrümmer eingesetzt worden ist, festgeschraubt worden ist, habe ich den Turbolader unten drunter befestigt, auf die zwei Gewindebolzen, die zwei Muttern befestigt, hier das Ganze oberhalb dann an den Abgaskrümmer mit den drei Vielzahnschrauben befestigt. Zu guter Letzt kommt die ganze Kabellage wieder zurückgesteckt, dazu muss natürlich der DPF wieder verbaut sein. Hier ist alles wieder angeschlossen worden, ich zeige euch das Ganze nochmal unterhalb. Nachdem der Turbolader verbaut ist, kann die Drehmomentstütze zurückpositioniert werden. Hier ganz wichtig, dass man alle Schrauben erstmal von Hand einsetzt, dass man die soweit anschraubt und erst wenn alle gepackt haben, das Ganze festziehen. Erst nachdem die Drehmomentstütze verbaut ist, können wir den DPF einsetzen, denn der würde sonst stören. Ja, zum Schluss kommt der DPF wieder zurückpositioniert, das Ganze an den Turbolader anstecken und mit der Turboladerschelle wieder fixieren. Hier ganz wichtig, dass diese Dichtung zwischen DPF und Turbolader ersetzt wird. Ansonsten kann das Ganze hier Abgase rausströmen lassen und das wäre nicht so schön. Dann die Kabellage wieder nach oben hin verlegen von den ganzen Temperatursensoren, Lambdasonnen etc. Als nächstes hier die Unterdruckleitung wieder an den DPF anschließen und mit den Schellen fixieren. Und anschließend alle Leitungen wieder festziehen, die Lambdasonnen, die Temperatursensoren, alle Schrauben, die man hier irgendwie gelöst hat. Alles soweit wieder zurückpositionieren und festziehen.
Jetzt bleibt nur noch den DPF an den zwei Schrauben hier fixieren, dann unterhalb am Flexrohr das Ganze festschrauben und das Abgasrohr wieder zurückpositionieren und die Schelle wieder montieren. Hier ganz wichtig, falls die Schelle durchgerostet, durchgegammelt sein sollte, das Ganze natürlich ersetzen, dass das Ganze auch hier wieder dicht ist. Zu guter Letzt zeige ich euch das Ganze von unten, wie das komplett wieder verbaut ist. Hier das Abgasrohr, die zwei Schrauben von unten, die am Flexrohr befestigt sind, dann am DPF-Filter, die zwei Schrauben, die fixiert sind, von der Drehmomentstütze das Rohr links, auch rechts von der ganzen Drehmomentstütze, alle Schrauben wieder komplett befestigt. Nach oben hin am Turbolader die Turboladerschelle, ganz wichtig. Dann von der rechten Seite am Turbolader den Unterdruckschlauch, der darf natürlich nicht vergessen werden an der Unterdruckdose, ansonsten kann der Turbolader nicht arbeiten und dementsprechend hättet ihr keine Leistung. Ja, so ist alles wieder komplett verbaut und das war's dann auch. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ciao.